Willkommen bei Backdrop, dem Simple Golf TV Equipment Test Magazin mit Andreas Brier und Oliver Dreh. Wie heißt das Magazin? Backdrop. Backdrop. Okay. Oder das Printmagazin, das ist nämlich Simple Golf. Ja, genau, das wollte ich. Ja. Du Andi, wir haben heute was ganz Cooles da aus Japan. Mhm. Die Firma Dragon Golf hat uns was zur Verfügung gestellt. Mhm. Domo arigato gozaimasu an dieser Stelle. Mhm. Von mir auch. Ganz feine geschmiedete Ware in sehr wilden Finishes. Mhm. Schauen wir uns die mal an. Mhm. Du hast da schon eins in der Hand. Das ist Team Yashimoto. Okay. Okay. Und zwar ein EX Forged, also ein schwarzes Finish hier am Kopf, sehr hübsch gemacht. Mhm. In dem Fall ein Graphitschaft, Catalyst. Das ist von True Temper, eine Graphit-Variante, die ein bisschen mit so Stahlfasern versteift ist, dass sich ein bisschen präziser anfühlt im Feedback. Also eine gute Kombination, wenn man so einen klassischen Kopf drauf verwendet. Und ja, alles wie in einem Guss, ja, schwarz matt, schwarz schön, matt. Schön, super schön, schön. Ja, also ein Cavity Bag, geschmiedet, Sohle schön, ein bisschen breiter, nicht zu breit, leichtes Offset, nicht zu viel Offset. Sehr schön, wird dir gefallen. Aber nicht zu schön. Rein, dir angepasst, schön, danke. Nicht zu schön, vorne schön ein bisschen etwas abgeschrägt und dann ein bisschen gerader, das hast du einmal thematisiert, wenn man Schläger viel verwendet und dann passiert das. Das war eine Zeit lang ganz üblich bei den Profis, wenn die ein bisschen steil in den Ball reinschwingen, dann gab es in den Tourbussen, da gibt es immer sehr, sehr gute Craftsmen und die haben dann oft, das nennt man eine pre-worn leading edge, also eine vorverbrauchte Vorderkante, wo im Prinzip diese scharfe Kante ein bisschen stumpf gefräst wird, also mit anderen Worten, man hat hier am Anfang so 3-4 mm mehr Bounce. Mhm. Also auf 3-4 mm hat man etwas mehr Bounce, dass man, wenn man steiler reinschwingt, nicht gleich mit der Vorderkante im Boden reinfährt, sondern da ein bisschen einen Puffer hat. Ja. Und das schaut sexy aus, oder? Erstens mal schaut es cool aus und es ist ein Feature, das mir kommt zum Beispiel entgegen. Ich mag das immer, wenn ich sowas sehe auf einem Eisen. Ja. Das heißt, auch mit Graphitschaft und so weiter ist das durchaus geeignet, wenn man ein bisschen steiler in den Ball reinschwingt. Also grundsätzlich super gearbeitet, sehr schön gemacht. Also das ist mit Sicherheit CNC gefräst da hinten. Schaut toll aus. Ja. Schwarze Köpfe, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil das Schwarz sich natürlich an den, also im Sweet Spot und an der Sohle wird sich natürlich abarbeiten. Das ist klar. Das sind meistens diese Finish-Verfahren, das nennt sich Physical Vapor Dispositioning, da wird im Prinzip eine Metalllegierung mit einem hochenergetischen Lichtbogen verdampft und das wird dann in einem Vakuum bei einer hohen Temperatur auf den Schläger, legt sich das dann an. Das ist im Prinzip eine ähnliche Technologie wie bei den verspiegelten Sonnenbrillengläsern. Mhm. Und das ist natürlich hauchdünn, deswegen, also das sind Mikrometer und dementsprechend muss das mit der Zeit runtergehen. Ja. Ja, aber da gibt es natürlich tolle Varianten, wie man das bunt gestalten kann. Ja, ich würde sagen, wir hauen einmal drauf. Ja. Ich muss mich da noch, wenn wir japanische Sachen testen, muss ich mich noch ein bisschen herrichten. Du kannst dich da schon einmal bereit machen. Also ich bin froh, dass du das technisch so gut erklärt hast, weil ich hätte es nicht besser machen können, obwohl ich es natürlich genauso detailliert weiß. Arigato. Arigato. Bei den schwarzen Köpfen ist immer ganz, ganz angenehm, man sieht das starke Offset nicht so wirklich, also wenn man nicht wirklich darauf achtet. Das ist natürlich stilistisch ein bisschen angenehmer. Das Setup mit dem Graphitschaft ist jetzt nicht so unbedingt mein Favorite, ist alles insgesamt sehr leicht. Der Graphitschaft auf 50 Gramm, das ist bei einem Eisen schon wirklich leicht. Feedback trotzdem super, also man spürt trotzdem noch ein bisschen was. Das sind eben diese Graphitschäfte, die so ein bisschen verstärkt sind, dass man da noch ein Mindestmaß an Feedback bekommt. Tadellos, macht gut Meter, fühlt sich super an. Ich finde auch, dass es recht fehlerverzeihend ist dafür, dass es ein No-Nonsense geschmiedetes Eisen ist, ohne viel Firlefanz. Ja. Also
Das finde ich eigentlich ganz, wirklich ganz cool. Also man merkt einfach hochwertigste Materialien verarbeitet, oder? Auf jeden Fall. Ja, also wie die auch die Schmiedekunst, die japanischen bei Messern, Säbeln, Dolchen, Schwerten machen, machen sie bei den Golfschlägern auch. Absolut. Also da geht einfach eine unglaubliche Liebe ins Detail, die da sichtbar ist, ja, die man spürt, wenn man solche Schläger in der Hand hat. Also das ist schon wirklich was Feines. Man muss ja. Es natürlich, also es sind nicht die fehlerverzeihendsten Schläger am Markt, aber wenn man sich erfreuen kann an aber so etwas, zugiftig. Dann ist das, ja. Ist das ja. Absolut tadellos. So, jetzt schauen wir uns da noch was anderes, so. Schönes, Lustiges. Da haben wir jetzt ein Itobori Cavity Pack. Das Besondere bei Itobori ist, die machen jetzt keine einheitliche Sohlenform, mhm. sondern das sind lauter so kleine, geschliffene Flächen sozusagen, Dimple. Die insgesamt, aber trotzdem, nein, nicht wirklich Dimpel, aber es sind so geschliffene Flächen, die trotzdem insgesamt die Sohlenform gestalten. Ja. Das hat jetzt spielerisch keinen Nachteil. Also ist da jedes einzelne Eisen, jeder einzelne Kopf handgeschliffen? Ja. Das heißt, du kannst davon ausgehen, der war mal rund, und dann genau, das war eine normale Form und dann wird das eben auf einem, wow. Also das ist ein relativ grober Stein, auf dem das dann so, das ist, ich habe das einmal so auf alten Köpfen, die ich bei mir in der Werkstatt hatte, habe ich das ausprobiert, weil ich schon lange ein Fan von diesen Itobori Köpfen und Designs bin. Und ich habe das einmal ausprobiert, das ist gar nicht so einfach, diese ganzen kurzen Schleifflächen dazu machen und insgesamt aber trotzdem die Form zu erhalten. Also das ist wirklich eine große Kunst. Und hier im Cavity Pack, das ist besonders schön gemacht, das ist alles CNC gefräst, selbstverständlich, und das reflektiert das Licht in alle möglichen Richtungen, also da sind so lauter Vielecke, die in verschiedenen Höhen und Ausrichtungen gebaut sind, und das schaut einfach total cool aus, ja. Finde ich. Also das ist wirklich ein schönes Eisen, hat ein bisschen breitere Sohle, also ist auch wieder durchaus ein bisschen fehlerverzeihender als so ein ganz scharfe Klinge. Das heißt, es ist jedes einzelne Eisen ein Unikat, jeder Satz ein Unikat. Absolut, und man kann bei Itobori, das werden wir dann beim letzten Modell gleich sehen, man kann sich unheimlich viele Finishes aussuchen. Yeah. Also es gibt da, ich nehme da kurz aus dem Off noch ein anderes Eisen, das wir bekommen haben. Da habe ich zum Beispiel ein bisschen ein dünkleres Finish. Ja, das ist auch wieder so eine PVD-Beschichtung. Da kann ich es, da gibt es so in diesem Anthrazitgrau, dann habe ich cool. Schon ein schönes Chrom, cool. Es gibt Kupfer, cool. Es gibt alles Mögliche. Frage noch, bevor ich das teste, hat es irgendwelche Einflüsse auf den Ballflug, auf das Treffen, auf die Aerodynamik, auf irgendwas? Oder ist das ein reines Blink, das ist blink. Im Prinzip ein reines Design-Feature. Das Spannende dabei ist, dass wir ja oft bei den Produkten, die wir gemeinsam getestet haben, irgendwelche Features haben, wo dann das besser gleitet oder besser durch den Boden arbeitet. Wenn das funktioniert, dann führt das quasi alles andere ad absurdum, weil da habe ich jetzt ein paar Kanten und Grate sozusagen. Also es ist weder positiv noch negativ, nein. Es hat de facto keinen Einfluss. Es schaut nur cool aus. Und das ist ja, wie wir wissen, das Wichtigste. Passt zu uns. Okay. Fantastisch. Also wenn man auf solche puristischen, das sind Kunstwerke in Wirklichkeit, wenn man auf sowas steht, wenn man diese Handwerkskunst sehen möchte, das Gefühl von diesen geschmiedeten Köpfen gerne hat, dann ist das wirklich was ganz Besonderes. Das ist natürlich ein Exot, ja, das kriegt man nicht an jeder Ecke. Aber wenn man sich an sowas erfreuen kann, da. Wie heißt die Firma noch einmal, die das vertreibt? So Dragon Golf. Dragon Golf. Dragon Golf. Deutsche Firma, haben wir eine Homepage, kann man dort sich anschauen, konfigurieren. Das heißt, der kauft Köpfe in Japan. Genau. Und das wird dann assembled es genau. Und der vertreibt es. Ist das leistbar? Es ist im gehobenen Preisklasse, aber es ist leistbar. Okay, also es ist nicht abstrus teuer. Nein. Es ist, okay. Also vielleicht von meiner Warte ganz kurz interessant, beide Schläge, die ich gemacht habe, haben okay performt. Ich habe bei beiden nicht wirklich den Sweet Spot gefunden. Ich habe das Gefühl gehabt, vom Feeling her, sie waren ein bisschen dünn, aber trotzdem von den Werten her wiederum okay. Was einerseits sein kann, dass sie fehlerverzeihend sind, was ja bei dem Cavity Pack mit dem tiefen Schwerpunkt im Vergleich zu einem Blade okay wäre. Könnte aber auch sein, dass es vielleicht ein bisschen härter ist. Ist das auf einem Niveau von Mizuno? Ich würde schon sagen, ja, das ist definitiv auch so, also vom Material ganz was Feines. Also die Rückmeldung ist natürlich präzise. Also sobald ich ein bisschen off-center bin,
spüre ich das recht deutlich. Ja? Ja. Auch wenn das jetzt ein bisschen ein tieferes Cavity ist, aber das wird mir, also die Rückmeldung steht ja im Vordergrund bei diesen klassischen Modellen, auch wenn das ein tieferes Cavity ist, aber das spüre ich sofort. Ja? Und ein guter Treffer wird mit einem sehr weichen Feedback belohnt. Bin ich ein bisschen offline, off-center, dann bekomme ich die Rückmeldung. Dann spüre ich, okay, der war ein bisschen an der Spitze, ein bisschen an der Ferse, es ist ein bisschen härter. Mhm. Also das sollen sie auch machen, das bekomme ich im Package. Wir haben da einen ganz leichten Stahlschaft in dem Paket, was im Prinzip eigentlich eine ganz gute Kombination ist, weil das ist ein bisschen ein breiteres, ein bisschen ein tieferes Cavity-Pack und da einen leichten Stahlschaft dazu zu geben, das ist ein stimmiges Paket, weil das ist jetzt vielleicht etwas, was jemand wählt, der doch ein bisschen eine Fehlertoleranz haben möchte, wenn er schon so etwas klassisch Geschmiedetes haben möchte. Und in dem Fall die Kombination gut. Ich finde, es fühlt sich solide an, dieser Selos-Schaft von Nippon hält da gut dagegen, also es fühlt sich nicht an wie eine Angelrute und ich fand das Feedback top, ist ein bisschen dicker von der Topline, aber wie gesagt, breitere Sohle, dickere Topline, das ist ein bisschen was anderes, ja, absolut stimmig, tolles Produkt. So, jetzt haben wir da noch was, blink blink. Gefällt mir ganz besonders gut. Ich arbeite bei mir in der Werkstatt sehr gern mit Kupfer, weil es ein unglaublich reaktives Material. In dem Fall wird da mit Hitze noch ein bisschen so eine irisierende Farbgebung herausgeholt. Das ist ein Ginrei Muzzleback, also ein klassisches Muzzleback. Kurze Frage, das ist aber nicht Kupfer, das ist ein Eisenkopf. Das ist Kupfer. Also nein, es ist kein voller Kupfer. Es ist verkupfert, also galvanisiert verkupfert. Und wird dann mit Hitze, wird diese changierenden, also es sind da grün-blau-pink-Töne, die man da heraussieht und es ist sehr unregelmäßig, auf der Schlagfläche sieht man es noch eine Spur besser. Das ist wirklich ganz was Außergewöhnliches, wenn man das möchte, dann ist das auf jeden Fall sehr ansprechend. Da hinten auf dem Muzzle, da sieht man so ein bisschen die Schlagspuren quasi vom Hämmern, also das bringt so ein bisschen dieses Handcrafted, diesen Handcrafted Look rein. Das ist auch sowas, was in der japanischen Schmiedekunst recht beliebt ist. Also da gibt es zum Beispiel bei den Küchenmessern, da gibt es ja das Kurouchi-Finish, ja, genau. Wo eben auch diese obere Seite des Schlägers, des Messers noch diese Schmiedespuren aufweist, also die Hammerdellen sozusagen. Und das wird dann meistens auch noch in einem schwarzen Ton gelassen. Also das ist wirklich von der Schmiedekunst einfach so ein sozusagen ein Zeichen für Handarbeit. So ein Blade. Ist ein klassisches Blade, no nonsense, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und ich erwarte mir da eine sehr feine Rückmeldung von dir. Das wollte ich gerade sagen. Oh, ganz weich, oh, klassischer Loft, butterweich, Alter. Aber halt wieder 10 Meter Längenverlust. Aber Wahnsinn, butterweich, unglaublich, unser Schaft. Das ist ein sensationelles Produkt, das ist was Außergewöhnliches. Ich finde dieses Finish wahnsinnig toll. Die Rückmeldung ist ganz weich. Das ist natürlich ein Eisen, das nehme ich nicht mit auf eine Range, wo, weiß nicht, tonnenweise Sand drauf liegt, weil das natürlich dieses Finish in kürzester Zeit ruiniert, so wie bei jedem anderen Schläger mit einem Finish. Was glaubst du, was passiert, wenn da Dünger drauf kommt? Verfärbt sich das? Natürlich. Das ist ein reaktives Material, das Kupfer reagiert mit allen möglichen Stoffen und da wäre ich sicher, wenn da diese kleinen Düngerkörnern herumliegen, wäre ich sicher Verfärbungen sehen. Das wird aber generell oxidieren. Das wird auch ein bisschen dünkler werden, das wird eine Patina entwickeln, das wird ein bisschen einen sozusagen einen Charakter bekommen. Ja. Und mir taugt das sehr, ich mag das. Ich mag auch zum Beispiel Uhren, die aus Bronze gemacht sind, weil die eben auch mit der Zeit so an den Stellen, wo man anstoßt irgendwo, also wo Reibung draufkommt, da bleibt es ein bisschen heller, auf den anderen Stellen oxidiert es ein bisschen, wird ein bisschen dünkler. Also ich finde das total toll und das wird dann auch diese Schriftzeichen, die da drauf sind, diese Kanjis, wird das ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen. Ist eine tolle Sache, aber wie gesagt, das ist nicht etwas, wo man jeden Tag auf eine sandige Range trainieren geht, weil sonst war es das mit dem Kupferfinish, sondern das ist was, woran man sich erfreuen kann, wenn man vielleicht ein bisschen spielen geht und ein bisschen so das Traditionelle hervorkehren will. Ganz eine tolle Sache. Also jeder, der ein Blade spielen kann, spielen will, kann durchaus sich einmal über sowas drüber trauen, weil es einfach wirklich alles Unikate sind, einzigartig, schaut fantastisch aus, ist super gearbeitet. Es gab noch vor deiner Zeit war das von Pink Eye 2, gab es auch ein Copper Beryllium Finish, also auch ein Kupfer Finish. Das habe ich doch alles schon mitbekommen. Ja, gehört hast davon, aber da hast du ja gar nicht lesen können. Da hast du ja kein Stirnband gehabt.
Und da gibt es einen Geheimtipp, das legt man dann eine Nacht in Coca-Cola und dann ist es wieder wie neu und die gehen die ganzen Flecken, Verfärbungen dann runter. Die Verfärbungen weiß ich jetzt nicht, aber nein, großartig, das ist mega, das ist total okay. Wir müssen uns den Preis noch anschauen. Der Klaus Nadischer, Chefredakteur und Eigentümer von Simply Golf, wird das sicher in seinem Magazin ein bisschen detaillierter noch ausführen. Aber ja, coole Sache. Bravo. Auf jeden Fall. Also was auch ganz toll ist, wenn man das da, ist mir gerade vorher aufgefallen, man sieht hier an der Schlagfläche, wo das glatt gefräst wird, sieht man sogar noch die Riefen vom Schleifband, dass das hier sozusagen planiert hat. Also das ist einfach, da ist dieses Feeling von roher Handwerkskunst. Ja, das finde ich einfach total cool bei diesem. Wirst gleich planieren? Ja, das ist halt das Glott ist, ne? Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt Sushi essen und planieren uns. Na, du planierst dich, ich fahre dich heim. Wenn man es putzen will, übrigens, weil du das mit dem Cola gesagt hast, Säure funktioniert, Ketchup funktioniert gut, Zitronensaft kann man machen. Also, aber wie gesagt, ich finde das gut, wenn das Kupfer so ein bisschen reagiert. Aber es gibt aber, wie gesagt, viele andere Finishes, die man sich da aussuchen kann. Super Sache, absolut cool. Cooles Eisen.